Weihnachten steht vor der Tür und da wird ja immer dann die Flüchtlingsproblematik mit der Herbergesuche von Jesus oder von Maria und Josef eher verglichen. Kann man das denn wirklich als Vergleich nehmen? Ist jedenfalls richtig, dass es zahllose Male derzeit gleichgesetzt wird. Und ich glaube, es gibt also eine ganze Reihe gravierender Unterschied, nämlich auch für christliche, sehr gläubige Menschen. Erstens ist etwa das, was das biblische Beispiel die Herbergsuche ist, die waren zu Gast in einer anderen Stadt, um sich dort registrieren zu lassen bei dieser Volkszählung des Augustus. Das ist ja tausendmal was anderes als das, was jetzt stattfindet, dass einfach 1,5 Millionen Menschen in einem Jahr ohne geholt worden zu sein oder ohne, dass da wirklich in der Mehrzahl der Fälle existenzielle Not, Lebensgefahr dahinter stünde, nach Europa auf Dauer einwandern. Das Dauerhafte, in einem Land seiner Wahl einzuwandern und das ein paar Tage, Wochen Gastfreundschaft zu bekommen, ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Die Gastfreundschaft ist sowohl im Christentum wie übrigens auch im Islam und allen Religionen, soweit ich sie kenne, ein hohes Gut. Wenn ein Gast kommt, dann hast du den irgendwie zu betreuen, Essen, Trinken, auch Quartiermöglichkeiten. Aber es gibt zum Beispiel in islamischen Kulturen den Brauch, der Gast hat nicht länger als 3 Tage zu bleiben. Also er ist eben Gast und nicht einfach einer, der einwandert und da volle Ansprüche zu bekommen hat. Daher ist schon dieser Vergleich, hinkt hinten und vorne oder nach dem Alkenspruch, alles was hinkt, ist noch kein Vergleich. Man kann, wenn man das jetzt aber, diese ganze Flüchtlingsthematik christlich beobachtet, auch jetzt von einem anderen Maßstab aus an die Geschichte herangehen. Das ist das eines der beiden obersten Gebote des Christentums: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt aber eine ganz starke Betonung auf den Nächsten. Das ist in allen Sprachen, im Englischen heißt love thy neighbor, il prossimo im Italienischen, prochain im Französischen. Überall ist es der Nächste, der Nachbar und nicht alle Menschen, die tausende Kilometer weit weg kommen, haben jetzt plötzlich das Recht, in Österreich, in Deutschland dauerhaft und zu extrem hohen wohlfahrtsstaatlichen Konditionen aufgenommen zu werden. Ich glaube sogar, es ist ein Verstoß gegen das Nächstenliebegebot, denn jede ökonomische Analyse zeigt, wenn du wirklich quasi allen 6 Milliarden Erdenbürgern gegenüber offen bist und ihnen diesen Anspruch gibst, weil das ist jetzt ein unlimitierter Zuwanderungsanspruch, was viele grüne Sozialisten und eben auch ein Teil der Christen zu behaupten, dass es gäbe, dann verletzt du ja massiv die Ansprüche deines Nächsten, weil dann ist das gesamte soziale und Wohlfahrtsniveau, das wir vor allem Deutschland, Österreich haben, nicht mehr aufrechterhaltbar. Das ist ökonomisch ganz eindeutig nachweisbar, dass das nicht stattfindet, weil es zeigen alle Statistiken, dass von den Zuwanderern nach 2 Jahren vielleicht 2% einen regulären Arbeitsplatz erfüllen werden, weil das ein ganz anderes soziales, kulturelles, intellektuelles Ausbildungsniveau ist. Und selbst wenn die 8. Klasse in der
Schule waren, was ja nur ungefähr 60-70% etwa in Syrien der Fall war, in Afghanistan, wo jetzt immer mehr herkommen, ist es noch viel geringer. Also selbst bei denen, die acht Jahre eine Schulklasse besucht haben, ist nach dem sogenannten PISA-Test, den wir ja immer wieder in anderen Zusammenhängen hören, ist das Niveau 5 Jahre zurück. Also die sind so weit wie bei uns Drittklässler. Dritte Klasse Volksschule entspricht dem, was ein 14-jähriger Schulabsolvent in Syrien hat, an Lesen, Mathematik und sonstigen Kenntnissen. Also das heißt, ein Abschluss dort ist erstens bei sehr wenigen nur gegeben, aber der ist überhaupt nicht vergleichbar mit Abschlüssen bei uns und daher finden die keinen Arbeitsplatz und werden auf viele, viele Jahre rein vom Wohlfahrtssystem leben, aber nachdem Geld, auch wenn Politiker es nicht glauben wollen, eine beschränkte Menge ist, heißt das, es muss dazu führen, dass wir entweder gigantische Budgetdefizite haben und letztlich solche katastrophalen Krisen, wie sie etwa Griechenland oder auch Spanien, Irland in den letzten Jahren hatten, hineingestoßen werden, nur durch das Verschulden dieser leichtfertigen Aufnahme von allen, die da kommen. Oder wir müssen für alle Österreicher dramatisch alle Ansprüche von Familienbeihilfe, Grundsicherungen, Pensionen, Gesundheitsversorgung. Gerade bei der Gesundheitsversorgung ist ja vieles ohne dies schon im Sinken begriffen, müssen wir dramatisch sinken. Und ich glaube, das ist, man muss nur 2 und 2 zusammenzählen können, was offenbar nicht alle können, aber das ist geradezu eine massive Verletzung des nächsten Liebegebots. Und was ist dann deiner Meinung nach aus christlicher Sicht der richtige Weg, mit dieser Krise umzugehen? Es gibt natürlich auch aus christlicher und humanitärer Sicht viele Dinge, die sehr wohl zu kritisieren sind, denn alle europäischen oder auch amerikanischen Länder und auch die reichen arabischen erst recht haben viel zu wenig getan, um etwa die Flüchtlingslager in der Türkei, aber auch Libanon, Jordanien, wo jeweils wahrscheinlich mehr als 1 Million Syrer hingeflüchtet sind, gut auszustatten. Das müssten wirklich perfekte Flüchtlingslager sein, wo nicht nur Quartier und Ernährung, sondern auch Gesundheitsbetreuung, Schulen für die Kinder und, wie soll ich sagen, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Älteren bis hin, ja, sagen wir es brutal, auch zu Fußballplätzen, wo heute halt jungen Männer ihre körperlichen Tätigkeiten, körperlichen Energien durch Tätigkeiten quasi abreagieren können. Das wäre also dringend notwendig gewesen. Vor allem auch, wenn man eine Vergleichsziffer noch im sich in Erinnerung ruft, dass ein Flüchtling, der in so einem Lager in der Türkei, im Libanon betreut wird, selbst wenn er gut betreut wird, nur ein 19. davon kostet, was einer in Deutschland oder Österreich kostet, wo also sofort die volle Grundsicherung mit allen Kosten, die ja eindeutig da rundherum anlaufen und wo also in Deutschland schon dramatische Schätzungen sind, wie teuer das wird. In Österreich hält sich die Politik da wieder einmal bedeckt. Ja, und vielleicht, wenn man noch auch was aus christlicher Warte vielleicht eine heikle Frage ist, aber Tatsache ist, in Österreich haben wir die Wehrpflicht, ich meine, wir haben alternativ den Zivildienst, aber im Prinzip die Wehrpflicht und dort müssen junge Rekruten geloben,
dass sie ihr Vaterland, die Republik Österreich, auch mit der Waffe in der Hand und Einsatz ihres Lebens verteidigen. Das hat die Kirche bisher immer als völlig richtig angesehen. Jetzt frage ich mich schon, warum können nicht auch junge Syrer ihr Land mit der Waffe in der Hand gegen eine furchtbare kriminelle Bande oder Organisation wie den Islamischen Staat verteidigen und den zurückdrängen? Und ist das nicht, wenn man es von den Österreichern verlangt, dann genauso moralisch auch von den jungen Syrern verlangen, weil es ist ja ihr Land. Und jetzt kommt es immer mehr dazu, da müssen nicht auch deutsche Soldaten und andere Soldaten dort jetzt nicht nur mit Luftangriffen, sondern auch mit Bodentruppen, die zurückdrängen. Mit Verlaub, das ist einmal primär Aufgabe der Syrer und nicht wir sollen sie durch extrem attraktive Versorgungsangebote, und für einen Syrer ist das extrem attraktiv, wenn er bei uns in Deutschland etwa, wenn er Asyl nach wenigen Monaten, ich glaube nach 3 Monaten, bekommt er so viel wie dort das Jahreseinkommen ist. Nur Taschengeld plus Betreuung und die, wenn er dann das Asyl bekommen hat, also die Grundsicherung in Österreich für ein Ehepaar ist 1200 Euro netto bar auf die Hand plus all die Begünstigungen, die es gibt, wenn du ein Schlechtverdiener bist. Das gerät völlig aus dem Ruder. Das hat, also noch einmal sei es gesagt, mit Nächstenliebe überhaupt nichts zu tun. Und jedenfalls ist auch im Christentum nur eine Minderheit der Leute, die sagen, nein, man darf sich dem Bösen nicht entgegenstellen. Man muss sich von denen lieber umbringen lassen und soll nur mit Gebet und Frömmigkeit dem entgegenstehen. Also es gibt im Christentum solche Leute, ich bewundere sie, das sind Heilige, aber die große Mehrzahl der Päpste und Bischöfe hat quer durch die Geschichte immer gesagt, selbst verteidigen darf man sich auch mit Gewalt. Und was ist ein Fall der Selbstverteidigung mehr als das, was jetzt in Syrien gegen die sich im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren massiv der ausbreitende Terrorgruppe des Islamischen Staats, das ja sehr oft keine Syrer sind, sondern Iraker, Afghanen, Tschetschenen und weiß Gott was alles, die dort einfach ein verrücktes Kalifat errichten wollen. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.